Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Dice Actors. Scheiße, ich bin hier rein. Achso, du bist bei dieser anderen Runde. Ein Raum weiter. Wir sind eine Gruppe von Synchronsprechenden, die gemeinsam ein Fantasy-Tischrollenspiel spielen und dabei improvisieren und Szenen erschaffen und ausspielen. Bevor wir mit unserer Runde beginnen können, gebe ich zu den zwei Vögeln rüber, die sich wieder etwas richtig Tolles ausgedacht haben. Tatze. Ihr. Nein. Was? Wir. Zwei. Sind. Eure. Glücksfeen. Für. Heute. Und. Nächste. Woche. Weil. Ihr. Immer. Bei. Uns. Etwas. Gewinnen. Könnt. Juhu! Schön. Oder? Dieses Mal gibt es ein Set von Würfeln der schönen Katzen. Katzen? Mau! In im Würfelsack zu gewinnen. Ja. Diese Folge wird euch präsentiert von uns. Hier angezeigt. Was? Ihr seht die Würfel rechts neben. Danke. Mann, das machen wir jetzt nur noch. Sind sie nicht wunderschön? Immer nur ein Wort. Nein. Gewinnen könnt ihr, indem ihr kommentiert. Und zwar nacheinander. Unter diesem Video. Schreibst du zwar zu irgendwas? Das ist, ein Zwar? Ja. Zwar. Also ihr müsst unter dieser Folge bitte immer aufeinander antworten und am Schluss einen schönen Satz bei haben. Oh Gott. Einzeln. Oh, ja. Nicht jeder. Ja. Immer hört zusammen. Super ja. Pärchen. Schöne Zweierteams. Kommentieren so. Zum Kommentieren zum ja. Kommentieren. Ja. Toll. War voll die dumme Idee, aber das ist gut geendet. Mindestens 10 Worte. Und ein Satzende hat immer einen Punkt. Oder also, wer es nicht verstanden hat, kommentiert, so könnt ihr gewinnen. Nächste ja. Woche kommt der Gewinner. Die Würfel waren da zu sehen, schätze ich mal. Sind sie nicht wunderschön? Sie sind, waren und bleiben wunderschön. Alex. Falls ihr mehr von diesen beiden hören wollt, dann schaut mal bei Steady vorbei. Jetzt keiner mehr. Da sagen wir aber ganze Sätze. Richtig. Dort gibt es nicht nur einen, sondern zwei Podcasts, die ihr auf unterschiedlichen Stufen bekommen könnt. Die eine Stufe, da bekommt ihr einen Podcast. Auf der zweiten, auf der letzten Stufe bekommt ihr beide Podcasts, also zwei Episoden pro Monat über alles um und bei den Dice Actors. Behind the Scenes, Fronting the Scenes. Wir besprechen die Episoden in dem einen. Im anderen quatschen wir mit allen, die hier sitzen. Über ihre intimsten Intimitäten. Und über uns und Hintergründe. Also schaut doch mal vorbei, diceactors.de/steady. Und damit ist alles gesagt und wir starten die heutige Episode der Dice Actors. Ja. Sehr cool. Finally. Nach den Strapazen eurer außerkörperlichen Erfahrungen hattet ihr euch einen entspannten Tag redlich verdient. Während die einen im frischen Quellsee nackt badeten, forschten die anderen in der Bibliothek von Burg Rabenkopf. Zur Nacht verabschiedet ihr euch noch vom alten Erzmagier Norgovius und legtet euch schlafen. Bei einem gemeinsamen Frühstück am nächsten Tag habt ihr nun die Möglichkeit, euren weiteren Weg zu besprechen. Wir sitzen schon da? Ja. Ja. Kann Huniberto noch ein Ei legen?
Honigbärte? Danke, Honigbärte. Das ist ja kein normales Huhn. Wie viele Eier kann die denn so in einer Stunde legen? Jeder hat seine Talente. Ja. Okay. Beschwerst du dich? Nein. Oh, das will Honigbärte auch meinen. Wächst es noch nach? Die Federn? Ja. Ja, vielleicht wachsen deine Haare schneller als an einem Tag nach. Wollen wir es rausfinden? Klingt nach einer tollen Idee, aber vielleicht sollten wir uns erst einmal um das kümmern, was heute noch ansteht. Stärker werden? Ja, und vielleicht einen Plan schmieden, wie die kommenden Tage aussehen könnten. Alliierte finden. Mhm. In Lestia. Mhm. Und so das Volk auf unsere Seite bringen und dann die geschwächte Lady angreifen in den Minen auf Mocha. Gut. Einwände? Wie bringen wir das Volk auf unsere Seite? Ich habe da schon eine Idee. Gon, erinnerst du dich, wie wir im Theater waren? Ich wollte auch auf dich zukommen. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Weißt du noch, wie wir auf die Bühne gerannt sind? Ach, eine tolle Vorstellung war das. Ja, sie wurde leider unterbrochen durch einen, einen Vasallen Urielas. Genau. Aber um zu meinem Plan zu kommen. Wen trifft man denn im Theater an? Mächtige Leute. Leute mit Geld. Kultivierte Leute. Wenn wir es schaffen, ins Theater zu gehen und die Bühnendarsteller auf unsere Seite zu ziehen, sie für unsere Sache einzuspannen, können wir die Botschaft unters Volk bringen. Und ich, Medrasch, kann endlich meine Schauspielkünste unter Beweis stellen, auf die Bühne treten und allen verkünden, was in den Minen von Mocha vor sich geht. Bis auf den letzten Satz? Ich weiß nicht, sollten wir so... Und Flint, du bist die Assistenz. Letztes Mal war ich ganz eingenommen davon, was für kreative Ideen du hast. Du musst dieses Bühnenstück inszenieren. Mit Rest bei aller Liebe, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber natürlich, natürlich. Was haltet ihr von meiner Idee? Du hattest schon schlechtere Ideen. Ich war nicht. Weiß nur nicht, ob wir so offen damit umgehen sollten, dass wir da einen Aufstand anzetteln. Nein, das ist doch... Nein, du musst da viel kreativer denken, Perrin. Das ist es doch gerade. Die Leute gehen ins Theater, um ein schönes Stück anzuschauen. Und natürlich spielen wir das am Anfang auch. Doch dann verpacken wir das alles in Metaphern. Und am Ende kommt der große Twist. Und wir offenbaren die Kundschaft. Die Kunde, meine ich. Ich kann nicht mehr reden, deswegen macht Flint das dann. Ja, und dann offenbaren wir unseren Plan. Aber am Anfang, wir führen die Leute langsam heran. Medrasch, eine durchaus schöne Idee, aber vielleicht sollten wir uns... Also wir sind ja sehr wahrscheinlich nicht die einzigen Feinde des Landhais. Vielleicht hat sich schon eine Art Untergrund entwickelt. Aber die gehen doch nicht ins Theater. Nein, deswegen wäre das Theater an dieser Stelle gestorben. Aber wenn wir herausfinden, wer sich bereits gegen den Landherr gestellt hat, dann haben wir da schon unsere ersten Unterstützer. Ich habe, wie gesagt, auch noch... Ich kenne noch jemanden in Lestia. Wir könnten dorthin gehen und fragen, ob sie was gehört hat. Wen kennst du? Eine alte Halblingsdame. Hm. Außerdem wissen wir doch auch gar nicht, ob der Landhai etwas mit... Also, vielleicht hat er ja gar kein Interesse an den Obelisken. Der ist doch nur ein Untergrundboss, dachte ich. Naja, aber der Landhai hat ja anscheinend mit der Lady zusammengearbeitet, aus irgendwelchen Gründen, aber... Wahrscheinlich wegen des Mokas. Wer weiß. Aber ich habe eine Anlaufstelle, die kann uns vielleicht weitere Anlaufstellen geben. Das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. Also, ich glaube nicht, dass sie was mit dem Untergrund zu tun hat, aber ich weiß es gar nicht. Aber sie würde uns vielleicht dann entsprechend nicht melden. Nein, die ist cool. Cool. Ja. Ja, gut. Eleni? Was? Was ist? Du hast noch gar nichts dazu gesagt. Du willst wissen, was ich darüber denke? Ja.
ist eine tolle Idee. Ich wollte aber noch einmal zu Lianus in die Bücherei und gucken, ob ich irgendwelche Unterlagen finde über Norgovius oder Taya. Weil hier ja irgendwie der Ursprung ist. Bevor wir weiterreisen, meine ich. Dann mach das doch. Genau. Tschö, hat nichts mit euch zu tun. Der lacht uns aus, Flint. Nein. Weiß auch nicht. Seit Perrin wieder er selbst ist. Nein, ich glaube, Perrin hat was gegen mich. Was? Sprichst du das so für alle an? Achso, sehr gut. Gut, dass du das ansprichst. Ich wollte eh mal in die Runde fragen, ob wir den Elefanten im Raum einfach nicht ansprechen. Dass das zwar nicht Gon, aber dass er uns hintergangen hat, ist das für euch alle in Ordnung? Kein Problem. Ich stehe übrigens gerade am Herd und bereite Essen zu für euch. Das war doch nicht er selbst, Perrin. Ja, und woher soll ich wissen, wann er wieder nicht er selbst ist? Ich bilde mir ein, ich kann das jetzt gut unterscheiden vielleicht. Ja, gut unterscheiden vielleicht. Gon, was kannst du uns denn für eine Sicherheit geben? Dass dir vertraue ich, aber wie kann ich darauf vertrauen, dass du bist? Perrin, wenn Gon nicht Gon wäre, welchen Grund hätte er gehabt, uns wieder ins Leben zu holen? Das ist nicht die Frage, die ich gestellt habe. Medrash, er hat recht. Ifrit hat euch ja auch eine lange Zeit getäuscht. Ich kann es nicht mit Sicherheit verhindern. Momentan spüre ich ihn nicht in mir. Aber ich kann dir keine Sicherheit geben. Aber ich kann dir versprechen, dass ich kein Mokka mehr nehmen werde. Denn Vences hat mir gesagt, dass das der Grund dafür sein kann, dass schlimme Dinge passieren. Und bisher, das vergangene Jahr über, hat sich Ifrit ja auch nicht gezeigt. Es ist nur gekommen, als ich das Mokka konsumiert habe. Weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich... Du kannst ja, vielleicht hat Aelianus ja eine Apparatur, mit der du... Die ihr mir anlegen könnt, die mich im Zaum hält, sollte was passieren, wenn dir das Sicherheit gibt. Ist Aelianus da? Hast du sowas? Also, oder das ist schon eine große Besonderheit. Ich habe von den Kalashtar gelesen, aber... Den was? Das, was Gon ist und... Was ist ein Kalashtar? Seine Ahnung, Geist, vielleicht erzählst du das besser, du kennst das. Das ist mein Frühstück. Ist es unappetitlich, oder? Besser. Ich habe es mir nicht ausgesucht, ein Kalashtar zu sein. Ja, ich wurde einer. Ach, das ist man nicht von Anfang an. Ich war ein Mensch. Und dann irgendwann hatte ich mehrere Leben in mir. Und seit dem Zeitpunkt bin ich ein Kalashtar. Das war vor ungefähr einem Jahr. So unappetitlich ist das doch gar nicht. Und jetzt? Gibt es irgendeine Möglichkeit, zum Beispiel mit meiner Brille, da kann ich ganz gut sehen, ob ich irgendwie eine Aura vielleicht erkennen kann mit irgendwas Besonderem, oder? Also das Besondere, so wie ich das verstanden habe, an dem Zustand, den Gon hat, ist, dass die Seelen von denen, die in ihm wohnen, eben nicht in die Nachwelt gehen oder in der Ätherebene verbleiben, sondern dass sie in einem Körper gemeinsam Zuflucht finden. Das heißt, eine lange Reihe von Wesen hat sich in diesem Körper zusammengefunden und aus irgendeinem Grund wird es vermutlich nach Gons Ableben auch so sein, dass er zusammen mit allen in einen weiteren Wirtskörper hineingehen wird. Die Gründe, warum diese Seelen zusammenbleiben oder warum sie nicht fortgehen, ist nicht erforscht. Ich habe auch hier wieder nicht nach den Gründen gefragt. Ich will eine Lösung, wie ich erkenne, ob es wirklich Gon ist. Brauchst du einen Geigerzähler? Ja, ein Seelenzähler. Sowas kann ich, damit kann ich leider nicht dienen. Vielleicht, wenn du in die ätherische Ebene schaust, könntest du mehrere Seelen erkennen. Vielleicht, ich hab's noch nicht. Du kannst mich ja in meinen Träumen besuchen. Wie?
Wir können es zusammen versuchen. Ich muss sowieso noch trainieren. Vences hat immer gesagt, ich muss besser werden. Die Träume sind mein Fenster zu meinen Kalashtais. Alles klar. Dann gucke ich, beziehungsweise guckst du jede Nacht nach mir, sodass ich nachts sehen kann, ob du die Kontrolle hast oder nicht. Gut. Wenn das dir hilft, aber mir hilft das, mir würde es aktuell helfen, ein gewisses Art von Vertrauen wieder zurückzufinden. Ifrit ist der Einzige, den ich in mir gespürt habe, der böse Absichten hatte. Alle meine anderen Ich, soweit ich das beurteilen kann, und von denen ich weiß, sind liebenswert. Vences war immer liebenswert. Jesaja auch. Und Morelia kannte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die war auch okay. Nein. Aber du hast den Kontakt zu ihnen verloren. Momentan spüre ich sie nicht, aber ich habe gestern den Obelisken berührt und ein schweres Gefühl in mir gespürt, als ob jetzt mehr Last auf mir lastet. Als ob da was dazugekommen wäre. Ist das normal? Ja gut, das könnte daran liegen, dass der Obelisk Kräfte der Graviturgie in sich trägt. Ich habe zugenommen. Schwerkraftsmagie. Ja. Die Kraft, die uns auf der Ebene hält und nach unten drückt, warum wir nicht wegfliegen, die ist in dem Obelisken auch verstärkt. Das ist eine Lösung, mit der ich einverstanden wäre. Ich bin beruhigt, mein Freund. Hier, dein Rührei. Ich esse erstmal noch mein eigenes Zeug, danke. Ich habe gestern Abend, ich konnte nicht wirklich schlafen nach der Zeremonie, deswegen habe ich für euch noch Klonk etwas Gold gezogen. Yes! Vom Automaten. Achso, du hast einen einarmigen Banditen gehabt. Oh, du musst doch jetzt endlich gewinnen. Die ganze Nacht mit der Kappa. Kling. Eine echte Kling. Wisch, 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 klonk. Wisch. Der legt ein Beutelchen mit 200 Gold auf den Tisch. Boah. Außerdem habe ich Perrin noch etwas nachgeforscht über die blühende Wacht. Ja. Ich habe auch nur wenige Schriften gefunden, viel Sagenumwogenes. Was ich aus mehreren Quellen verifizieren konnte, ist, dass es eine Festung sein soll außerhalb von Raum und Zeit. Und von da sollen rechtschaffene Helden losziehen, um Frevel an eben Raum und Zeit zu bekämpfen. Aber es ist ansonsten in Geheimnisse gehüllt. Ich konnte keinen Standort finden und so wie das klingt, wird es sich auch nicht auf der materiellen Ebene befinden. Rechtschaffen klingt gut. Ich nehme das Gold. Apropos rechtschaffend. Ich nehme das Gold und bedanke mich. Hab Dank. Ja, natürlich. Ich werde dann einmal versuchen, die Schatzkammer zu katalogisieren. Und wenn ich mehr rausgefunden habe, finde ich auch noch weitere Sachen, die ich euch zur Verfügung stellen kann. Aber bis jetzt muss ich erstmal schauen, was da überhaupt los ist. Wenn ihr es geschafft habt, Leute in Lestia für unsere Sache zu gewinnen, dann schickt Leute, die handwerkliche Tätigkeiten haben, gerne hier hoch. Sie sollen hier Arbeit finden. Derer gibt es genug. Und sie müssen den ganzen Weg hier hoch, so wie wir? In die Burgspitze oder empfängst du ihr? Nein, ich empfange sie natürlich unten. Okay. Üblicherweise, also normalerweise besuchen uns wenig Gäste und wenn, dann nur über den Teleportationskreis. Ich war echt sauer auf dich. Du hast gesagt, du lässt uns rein und dann mussten wir da diese ganzen Prüfungen bestehen. Tut mir leid, ich war ein bisschen beschäftigt mit den Portalen in der Bibliothek. Ich hätte euch gerne auch unten empfangen. Lianus, ich habe den Giganten Bescheid gesagt, dass sie dich unterstützen sollen beim Schutz der Burg.
Den Hügelriesen. Sage ich ja. Er war so gigantisch. Eine sehr gute Idee. Ich werde denen auch nochmal eine Botschaft schicken. Gut. Aber formuliere sie in einfachen Worten. Natürlich. Also, teleportieren wir nach Lestia? Ich kann euch in den Corellon-Tempel bringen, ja. Wo ist der da? Der ist in der Nähe des Marktviertels. Oh, klingt doch gut. Dann kommen wir ungesehen in die Stadt rein. Wer wird uns denn dort empfangen? Vermutlich werden dort einige Prediger, Angehörige, Kleriker von Corellon sein. In der Stadt erwartet euch ja niemand. Nein, aber ich meine, wir sind schon öfter bei Teleportationskreisen rausgekommen und wir wurden erstmal argwöhnisch beäugt. Es funktioniert in Nogovia ein bisschen anders. Es gibt eine Handvoll mächtiger Magier, die diese Teleportationsmagie wirken können. Und die haben freien Ein- und Ausgang über diese Portale, da werden keine Fragen gestellt. Generell werden in Nogovia wenig Fragen gestellt. Magst du uns... Wenn dir jemand Fragen stellt, dann solltest du aufpassen. Magst, das weiß ich, ja. Ich wusste aber nicht, wie es mit dem Teleportationskreis ist. Magst du uns für... Du bist doch ein hohes Mitglied der Magiergilde, schätze ich mal. Mehr oder weniger, ja. Magst du uns für zukünftige Treffen in der Magiergilde vielleicht ein Empfehlungsschreiben noch mitgeben, damit wir leichter Zugang zu gewissen Gebäuden kriegen und Informationen besser für uns zugänglich sind? Oder ein Siegel oder irgendetwas? Ein Siegel habt ihr ja bereits. Wir haben doch Medrasch. Ja, aber mit Medrasch... Aber Medrasch... ein Siegel wäre ganz gut. Nein! Ein Empfehlungsschreiben. Oder ein anderes Zeichen. Ich werde mal überlegen, was ich da aufsetzen kann. Vielleicht finde ich noch einen Briefkopf von Nogovius, der sehr offiziell aussieht. Sehr gut. Dann steht er auf und ich gehe mal oben schauen. Dürfte ich einen kurzen Einwand bezüglich unseres Aufbrechens? Ich möchte Huniberta nach ihren Strapazen in der Ebene, in der sie sich befand, nicht ohne abzuklären, ob es ihr nicht Schaden zufügen könnte, einer erneuten Ebenenversetzung durch Teleportation aussetzen. Aelianus, ich dürfte ich ganz kurz könnten wir noch ein, zwei Stunden Aufschub haben, bis ich abklären konnte, ob Huniberta das auch verträgt oder ob ich vielleicht anderweitig anreisen sollte? Selbstverständlich, ich bin hier. Es ist euer Plan. Ich wollte ja sowieso noch mal in die Bibliothek. Sehr schön. Ich wollte noch kurz zurück zum Quellsee, um ein paar Blumen zu sammeln, die du gestern gefunden hast. Am Südufer? Ich glaube. Soll ich dich begleiten? Du wolltest doch in die Bibliothek. Ich könnte dir in der Bibliothek helfen. Dann geht das schneller. Die anderen müssen nicht warten. Und dann begleitest du mich zum Quellsee? Dann könnte mit den anderen ja noch mal da baden. Und dann gehen wir nach. Ich wollte auch noch was in der Bibliothek nachschlagen. Ich wollte auch noch was in der Bibliothek nachschlagen. Wundervoll. Dann auf zur Bibliothek. Was genau möchtest du zu Geschichte? Tyas? Ja, zu irgendwelche Aufzeichnungen. Vielleicht gar nichts, was hier als Buch verstaut ist, sondern irgendwas, was Nogovius in all den Jahren, die er gelebt hat, aufgezeichnet hat. Oder seine Frau. Da möchte ich ganz ehrlich zu euch sein. Es gibt Tagebücher und Aufzeichnungen, die er privat geführt hat. Die werde ich durchsehen. Die möchte ich jetzt euch nicht direkt anvertrauen. Das verstehe ich. Ich dachte nur, es würde uns vielleicht helfen, wenn wir
gerade über Taya, über... Sobald ich etwas finde, werde ich euch kontaktieren. Das versprach er mir auch bereits. Ich atme nur. Also, wer in die Bibliothek möchte, ich gehe sowieso hoch. Flint, ich könnte eventuell deine Unterstützung gebrauchen. Gut, dann helfe ich dir. Danke. Ich möchte meine Wasservorräte auffüllen und ein paar Blümchen pflücken. Deine was? Wasservorräte auffüllen und ein paar Blümchen pflücken. Ich dachte, meine Wasservorräte. Ich so, was ist denn eine Forette? Ich habe wieder kein, habe ich schon wieder ein Inhaltsding, das ich nicht kenne. Es ist wie eine Forelle. Ist das unser Bidet? Ich dachte gerade an eine Fiole oder so. Ich möchte meine Wasservorräte auffüllen. So, was ist denn eine Forette? Ja, der Schlauch heißt nicht Forette. Es sieht aus wie eine Forelle, ja, aber frittiert wie eine Krokette. Deswegen Forette und kannst du was reinfüllen. Das, mit Geschmack. Also, nun, perfekt für mir. Das. Ja. 2 Stunden. Ab jetzt. 2 Stunden? Nein, ich gehe mit Perrin mit. Perrin braucht meine Hilfe. Und danach teleportieren wir nach Lestia. Ja. Je nachdem, 2 Stunden was Huliberta sagt. Jetzt. Interessant. Von euch weiß ich, was mit Konomedrasch? Ich sitze da und esse noch Fisch. Habe ich gestern Lektüre gefunden, dass ich mich hinsetzen könnte, das mal durchblättern könnte? Nicht zu Pfeilspitzen. Mhm. So was Handwerkliches ist da nicht drin. Mhm. Aber du kannst gerne noch ein bisschen was über Tränke nachforschen. Würde ich dir aber außerhalb des Spiels dann geben. Ja, ja. Gut, das heißt, ihr bleibt in der Küche und chillt. Sehr gern. Okay, dann geht ihr hoch zur Bibliothek. Wir machen dann erstmal... Euch beide, Perrin und Flint. Was genau suchst du? Ich suche nach Lektüre zu etwas. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich glaube, vielleicht hast du eine Ahnung. Die eine Person meinte, als ich Roland gesehen hatte, dass Yun sie geleitet hat. Und vielleicht hast du ja eine Ahnung. Hast du eine Ahnung? Was das ist dir. Und wo ja, man da mal ein Pantheon geschickt, den habe ich leider nicht auf meinem Tablet. Was dazu finden kann. Mhm. Okay. Ion ist eine der 10 zivilisierten Gottheiten. Steht für das Wissen, ist auch die Wissen der Herrin. Und ihre Aspekte sind Wissen und Vorhersehung. Eine der 10 Gottheiten? Ja. Aber 8 sind oben. Nein, es gibt 9 und Rei. Wäre für dich, Perrin, dann auch spannend, weil jetzt in der Verbindung der 7. Monat, der Wintermonat, ist auch der Iun. Ach so, ja, das hätte ich ja wissen können. Genau, dann, aber jetzt kriegst du auch die Verbindung dazu. Iun ist nicht nur der Monat, in dem wir uns gerade befinden, mein Lieber. Das ist nicht der Monat, in dem wir uns befinden. Warum fragst du denn so? Iun ist natürlich nicht der Monat, nachdem du dich gerade gefragt hast, sondern die wissende Herren. Wir finden da sicherlich was. Komm mit. Also. Und ich suche, ist ja thematisch sortiert. Ja. Ja, ich suche nach Religion. Gut, wäre natürlich zu wissen, wie man vielleicht selbst Kontakt zu Iun aufnehmen kann, oder? Irgendeinen Hinweis kriegen kann, wo die blühende Wacht ist. Sie scheint ja irgendwas damit zu tun zu haben. Sie? Ich suche gezielt nach Büchern zu dem Thema. Ich natürlich auch. Wo wir gerade in dem Bereich sind, ihr habt vorhin den Begriff Corellon-Tempel gehört. Auch Corellon ist der 2. Wintermonat, ist direkt nach Iun. Auch Lichtdomäne tatsächlich. Corellon ist das arkane Herz. Und die Aspekte sind Magie und generell die Künste. Wird auch von den Elfen angebetet von manchen und ist tatsächlich nicht in eine Geschlechtsdualität einzuordnen. Also ist Corellon sozusagen wie Pelor nur anders? Ja, könnte man so sagen, ja. Aber was ist anders? Das ist die Frage. Wie gesagt, Pelor hat die Sonne als Aspekt und ist gütige oberste Herrscher des ganzen Pantheons, steht auch für Ackerbau und die
Versorgung der Lebewesen. Corellon hat da eher den Bezug zur Magie selbst. Also die Magie ist ein Aspekt von Corellon und halt eben auch die alle Künste, Gesang, Malerei, alles das ist in dem Bereich von Corellon. Okay. Das ist wahrscheinlich ein bisschen gechillter als Pedo. Deswegen in Nogovia. Ja. Cool. Sage ich zu dir. Der ist wahrscheinlich ein bisschen gechillter als Pelor, sagte Flint. Aber wir sind schon gechillt. Genau, ja, was ihr in eurer Recherche dann herausfindet, ist, dass es in dem Bezug, was du gehört hast, in dem Gespräch vermutlich darum geht, dass Iun den Weg geleitet hat und da Iun eine auch die Vorhersehung als Aspekt hat, könntest du denken, dass diese Gruppe sich durch Iun irgendwie die Orte holt, an denen sie gehen müssen. Zu denen sie gehen müssen. Wenn das so ist, wäre es vielleicht nicht unwichtig, nochmal mit Perelina zu reden. Vielleicht hat sie ja eine Verbindung zu Iun. Das wäre gut möglich, ja. Ich danke dir. Sehr gern. Gut, dann unsere beiden Damen. Schade, dass Flint nicht mitgekommen ist. Ich finde, er könnte auch mal mehr Spaß haben und in so einer Quelle rumhopsen. In meinem Gedanken geht er zur Bibliothek gerade, ne? Ach so, ja. Ich dachte, wir gehen schon wieder zur Quelle. Ihr wolltet erst zur Bibliothek und dann... Ich war auch verwirrt. Aber wir haben ja dann... Genau, abgehalten. Jana hat gesagt, da braucht ihr genau. Dich auch. Deswegen dachte ich auch, wir sind auf dem Weg. Gibt's? Okay, ja, ja, dann genau. Geht, umso besser, dann geht's zum Felsi. Ich will ehrlich sein. Nach Planscherei ist mir nur... halb zumute? Ja, dafür fehlt auch Perrin. Vielleicht ist es gut, dass wir ungestört sind. Okay. Hattest du schon Gelegenheit, in das kleine Büchlein hineinzulesen, das ich dir gegeben habe? Nur mal kurz beim Frühstück. Gut. Ich möchte dir nicht zu nahe treten und ich möchte dich zu nichts drängen. Ich hatte nur... das Gefühl, und es mag mich täuschen, aber es täuscht mich selten, dass in dir ein gewisses Bedürfnis nach Veränderung sich eingenistet hat. Ja, das schon ewig, seit ich abgehauen bin. Du sprichst zuweilen recht abfällig von dir und deinen Fähigkeiten, aber du gibst niemanden an deinem vermeintlichen Mali die Schuld. Nur mir selbst. Ich muss halt stärker werden. Du strebst also danach, dich selbst zu verbessern. Kiva, was machst du hier? Warum analysierst du mich so? Ich frage nur ein wenig. Ich bin ein neugieriges Wesen. Wandeln wir zu den Blümchen. Ja. Willst du dabei neben ihr auf deinem Besen schweben? Du musst ja nicht laufen. Stimmt. Oh. That is much. Kiva, kann ich mich auch mal draufsetzen und trägt es uns beide? Es tut mir leid. Ich fürchte, das ist ein gewisser Vorzug, der Hexen vorbehalten ist. Und kleine Wesen wie Perrin vermag ich für... eine gewisse Zeit mitzunehmen, aber na gut, es spricht nichts dagegen, es zu versuchen. Ich ganz langsam so probieren, überstudieren. Dein Besen... Ich bin dafür, wir singen. Dein Besen echt so ein bisschen, das geht so runter und schwebt so ein Stück über den Boden. Schwebt so ein Stück über den Boden. Aber das zählt. Okay, aber ich bin schwerer als Perrin. Nun, Perrin ist ein Halbling. Es wäre ja schrecklich, wenn du nicht schwerer wärst. Ich weiß nicht. Dann müsste Huniberta noch viele Eier legen. Aber schön. Weißt du, ich bin mal weit oben geflogen mit einem Arschloch, aber es war wirklich cool. Wie kann man mit einem Arschloch fliegen? Das ist interessant. Ich kenne viele Fluggefährte, aber ein Arschloch? Nein, er hieß Rulek. Er war richtig, euer richtig Arschloch benannt? Kiva, nein! Oh, Verzeihung.
Es ist, ich weiß nicht, zu welchem Volk er gehört, doch er hatte einen Schnabel und Flügel und konnte fliegen. Ein Volk voller Arschlöcher. Ja, vielleicht ist das ganze Volk voller Arschlöcher. Das habe ich noch nicht rausfinden können. Gut, dass ich ihn noch nicht über den Weg gelaufen bin. Man lernt nie aus. Wenn du ihn triffst, dann, wenn dich jemand, sich jemand dir vorstellt und der heißt Rulek, dann reiß ihm bitte ein paar Federn raus. Okay, Rulek, ein Arschloch mit Schnabel und Federn. Ja, der muss gerupft werden. Gerupft. Huniberte? Huniberte kennt keinen, aber, sie merkt es sich. Danke. Gut. Ihr Gedächtnis ist bisweilen besser als meines. was wollt... Apropos Gedächtnis. Blümchen! Apropos Arschloch. Ich pflücke für alle Blumen. Moment. Vielleicht sollten wir... Ich kann die Blumen konservieren. Wir sollten doch nicht mehr nehmen als... uns zusteht, würdest du... Aber du, sie würden sich doch alle freuen. Und hier im Wald gibt's doch genug Blumen. Nun, wir sollten der Natur nicht mehr nehmen, als sie geben kann. Ja, du hast recht, aber... Vielleicht nur eine für jeden. Wäre das ein Kompromiss? Na klar. Ich habe ja auch ein bisschen Lebenserfahrung und es ist wichtig, auf seine Ältesten zu hören. Älteren. Wie alt bist du eigentlich? Oh nein! Oh. Ich weiß, das fragt man nicht. Ich bin... Huniberte? Oh. 132! Huch! So weit sind wir ja gar nicht auseinander. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Wie im Fluge. Nun, oh, Blümchen, schön. Wollen wir absteigen? Mhm. Okay. Ihr sitzt doch auf dem Besen der 2 Zentimeter. Ja, uns. Wenn ihr nur so schnell bewegt. Wir reiben es nur stetig. Und ihr habt aufgeschürfte Knie und Hände. Ja, die haben wir seitlich drauf gesetzt. Nee, sitzen so. Sind ja Ladies. Das heißt, die streckt die Beine aus. Das heißt, ein bisschen Muscle-Training auch noch. Core-Training. Core-Training. Wenn wir absteigen, haben wir plus 5 Abs. Manchmal plänkt sie auch. So als Abwechslung. Während über dir fliegen und die Echse so, yeah. Das ist so eine Crossfit. Mal wieder auf dem Weg ein paar Klimmzüge machen. Kein Stress. Weißt du, Lady? Heute ist Leg Day. Lieber. Es wäre doch schön, wenn ich jedem eine andere Blume mitbringe, oder? Nun, ich entsinne mich nicht, dass dort so viele verschiedene waren noch, wenn du mehr gesehen hast als ich. In der Tat, ich bin nur an den Strandwinden interessiert. Meine Lieblingsblume, wie du siehst. Die ist doch sehr schön. Ja, danke sehr. Ja, wir würden uns mal umgucken. Gibt's mehr als diese eine Sorte? Ihr tut euch umgucken. Ja. Und, sorry, ich muss es ja, ich einbauen. Ich habe das doofe Würde wieder rausgeholt. Gib mir noch mal einen Wurf auf Naturkunde. Immer gut, seine Würde rauszuholen. Ich möchte allem die Würde absprechen. Naturkunde. 21. Ja. Oh, schön. Ja, mit ein bisschen mehr Umkreis um diesen Quellsee herum ist doch immer mal so einzelne kleine Flecken, wo du Bewuchs findest. Bisschen Edelweiß dazwischen. Mhm. Verschiedene Frühlingsblumen halt. Ja, dann pflücke ich von allen Sorten, die ich so finden kann, was. So, ich nehme mir nur ein paar Strandwinden mit. Ich würde gern gucken, ob... habe ich auch Teilkunde? Ach, man kann ja im Gonja was mitnehmen, ne? Ich schaue mal, ob es da irgendwelche nützlichen Pflanzen gibt. Und, Mach das doch auch mal. Man soll ja alle Gelegenheit nutzen.
Das ist genau die Bewegung, die ich meinte. Nein, das ist mit den anderen. Das sind aber eigentlich die Guten. Das sind eigentlich die Guten. Das ist so eine Licht. Und dann Sigitte. 1, 7, 17. Gibt nichts über Würfel, wo 16. Ich deutlich zu erkennen. 16. Ja, Mann. 16. Ja, Mann, Junge. 16, okay. Ja, so mit in der Schischklappe, ja. Ja, so ein bisschen Ginseng, einfache Heilkräuter, die du da findest. Genau. Ich nehme ein bisschen was mit, so eine kleine Auswahl, pack das in meinen coolen Beutel und genau, sehe mich mal um, ob da ja, noch irgendwas Interessantes ist. Aber du könntest, worüber wir gesprochen haben, kannst du auch hier machen. Sonst. Ja, Eleni, bist du fertig mit Blümchen pflücken? Ja, für jeden nur eine. Wundervoll. Ich möchte dich nicht überrumpeln. Das hast du schon mehrfach, aber es ist okay. Das ist eine... Ja, ich weiß, das ist eine Angewohnheit von mir. Brrk! Selber brrk! Verzeihung. Ich mache es kurz und schmerzlos. Du möchtest dich verändern. Du bist nicht zufrieden. Du... erfüllst gewisse Voraussetzungen, würdest du, trägst du in dir den Wunsch, vielleicht ein wenig anders zu werden? Wie gesagt, seit ich von zu Hause abgehauen bin, weil ich nichts kann, ja. Weil du nichts kannst? Na, ich war eine super Gauklerin, glaube ich. Das ist doch schön, aber du möchtest an dir arbeiten? Ja, ich finde, das sollten wir alle aber noch. Das ist sehr gut. Ich könnte dir einen Vorschlag machen, aber es ist deine freie Entscheidung, denn es liegt nicht in der Natur der Hexen, anderen ihre Lebensphilosophie aufzuzwingen. Möchtest du meiner Gattung beitreten? Kann ich dann fliegen? Ja. Kann ich dann zaubern? Nun, selbstredend. Tut es weh? Ja. Sehr? Nun, das kann ich nicht verschweigen. Es ist kein anfänglich angenehmer Prozess. Doch, wie man sieht, überlebt man das recht gut. Ja, gib mir noch einen Moment, darüber nachzudenken. Gewiss, das ist keine... Eine unserer Grundfesten, wie in deren Büchlein steht, ist, dass man niemandem seine Lebensphilosophie aufzwängt. Nur nachdem uns nun, wie ich vermute, einiges bevorsteht, möchte ich, falls ich es kann, helfen und dich anleiten und dir die Möglichkeit geben zu der Veränderung, die du anstrebst. Wenn dies deinem Wunsch entspricht. Ja. Du hast gesagt, und mehrmals und sehr deutlich, sonst hätte ich es nicht in Erwägung gezogen, dass du unzufrieden mit dir und deinen Fähigkeiten bist. Kiva, es ist nett, dass du mir helfen willst. Ich glaube, die anderen denken, ich bin nur so ein Jammerlappen, aber du versuchst mit mir eine Lösung zu finden. Es ist kein... Ja, man ist für das, was man tut, selbstverantwortlich. Und wenn du den Wunsch äußerst, in diese Verantwortung treten zu wollen, dann habe ich die Möglichkeit, dich zu unterstützen. Und wenn dies deinem Wunsch entspricht, dann würde ich dir das herzlich gern anbieten. Okay, also mir gehen gerade ganz viele Gedanken durch den Kopf, aber auf dem Weg runter... Du hast auch Zeit, dich zu sammeln. Wir müssen nicht sofort aufbrechen, wir haben noch Zeit. Aber die anderen möchten aufbrechen. Nun, das ist nichts, was man überstürzen sollte. Ich kann ja mit Flint reden. Er wird das bestimmt verstehen. Vielleicht würde es dir Sicherheit geben, wenn du dich mit anderen besprichst. Was immer ja. du möchtest. Ja. Es ist, wie gesagt, nur ein Angebot. Danke. Das sollte man auch nicht überstürzt eingehen. Nur vielleicht wäre es gut, diese Entscheidung zu überdenken, bevor wir nach Lestia aufbrechen. In Ordnung. Was, wie ich gestehe, mein eigentlicher Hintergedanke war, noch einmal ungestört mit dir dies besprechen zu können. Vielen Möchtest du auf den Besen zurückfliegen? Ja. Diesmal trainieren wir die Beinchen? Ja. Okay. Zwei Stunden später. Wo bleibt ihr denn?
Wollt ihr, Gon und Medrash, noch etwas weiteres machen in der Zwischenzeit? Irgendwann werden Flint und Perrin sicherlich wieder zurückkommen zu euch. Ich habe mir Nachschlag geholt. Okay, gut. Also nichts Besonderes. Ich habe nachgeschlagen. Oh! Nein. Ja, dann kommt ihr beiden nach euren Nachforschungen wieder zu Flint, zu Gon und Medrash. Seid ihr soweit fertig? Bitte was? Ob ihr fertig seid, dass wir aufbrechen können bald? Ob du dumm bist. Ja, gestern hieß es noch ein paar Tage, aber ich bin jederzeit. Nee, gestern habe ich gefragt, morgen bei Sonnenaufgang? Oder braucht ihr noch ein paar Tage? Und ihr habt alle gesagt, morgen bei Sonnenaufgang. Ich habe das nicht gesagt, aber auch das ist sicherlich gesagt. An mir vorbeigegangen. Also es wäre schön, wenn wir langsam aufbrechen würden. Meinetwegen. Ich habe hier nichts mehr zu erledigen oder zu tun. Also, es gibt einen coolen Teich, wo man ein bisschen schwimmen kann. Können ein bisschen frei machen, aber Und Zeit. Während ich die Mahlzeit zu mir genommen habe, mit einer Hand gegessen, habe ich mit der anderen übrigens Dürre in mein Büchlein übertragen. Okay, das dauert ja eine gewisse Zeit. Welche Schule ist das? Das ist, wo steht die denn überhaupt? Auf der Zauberkarte muss irgendwo die, also ob das Hervorrufung ist oder Nekromantie. Ah, Nekromantie. Ist das Nekromantie? Mhm. Okay. 2 Stunden, glaube ich, dann. Nee, hängt vom Zaubergrad ab. 4. Grad, ne? Ja, genau. Das ist die Frage, was die... Okay, für jeden Grad des Zaubers nimmt dieser Prozess 2 Stunden in Anspruch. Oh shit. Also 1 Stunde. Aber du kannst ja. Ich habe angefangen. Genau, kannst anfangen. Ich würde sagen, dann habe ich jetzt 2 Stunden. Genau, würde ich auch schon sagen, weil das war ja Flints. Okay. Hast du 2 Stunden davon geschrieben. Okay. Also ein Viertel jetzt schon mal. Genau. Und die Tinte reicht dann auch genau für diesen Zauber aus. Was ein Zufall. Moment. Achso, okay. Okay. Weil du brauchst auch mehr Tinte, je höher der Zauber ist. Also. Du brauchst 50 Grad für jeden Zaubergrad, 50 Gold für jeden Zaubergrad. Ah, okay, gut. Ui, da also 200, aber das ist jetzt Tinte im Wert Gold. Von 200 Goldmünzen hast du jetzt. Tinte im Wert von 200 Goldmünzen nutzt du jetzt für diesen Zauber. Wie groß ist dieses Fass? Oder? Ich weiß, ich könnte jetzt knauserig rüberkommen, aber gestern hat doch Leanos, bevor er mir das Tintenfläschchen gegeben hat, ja, auch nochmal so ein bisschen Geld dran geschafft, bis er gemerkt hat, okay, das ist das dauert zu lange. Eine Zahl genannt, glaube ich. Ja, aber es war nicht viel. Es waren, glaube ich, 5 Gold oder 15 Gold oder sowas. Sowas so nicht. Ja, und dann nochmal 15 Gold. Wo kamen die denn her jetzt? Ja, er hat 2-mal gemacht. Und dann hat er gemerkt, das dauert zu lange. 5. 2-mal 5. Okay, also habe ich 10 Gold mehr jetzt. Okay, danke. Das hast du dir nicht aufgeschrieben. Nee, weil... Du musst es jetzt mal machen. Ja, jetzt mache ich es auch. Also du weißt, dass Alex die Regel hat, was bei denen nicht drinsteht, hast du nicht. Egal, das mag jetzt vielleicht etwas knauserig sein. Aber 10 Gold. Ich würde mir gern mein Gold aufschreiben. Ja, habe ich das? 10. Naja, 10 Gold sind 10 Gold. Ja, mach das mal. Alles eh reich. Danke. Okay, ihr könnt weitermachen. Das war mir wichtig. Mhm. Gut, ihr wart gerade am Diskutieren. Kiva und Eleni sind ja noch nicht wieder da. Eleni, denk nach, besprich dich mit wem du möchtest. Huniberta und ich werden unsere Habseligkeiten in meinem Gemach zusammenpacken. Okay, und wenn du mit mir sprechen möchtest, dann such mich doch auf. Dann hört ihr die jetzt als Schritte im Korridor, dass die auch in der Burg wieder angekommen sind. Leute, wir können doch nicht aufbrechen. Was ist denn los? Wie so der Warum kleine nicht? Zeitungsjunge, der durch die Straßen läuft. Das können doch nicht aufbrechen. Ich gehe zu den anderen. Die Hüter der Populisten können doch nicht aufbrechen. Ich gehe zu den anderen in den Raum, stecke Medrash eine Blume hinters Ohr und sage, die ist für dich. Geh rüber zu Perrin, gib ihm einen Kuss auf die Wange, gib ihm auch eine Blume und sag, die ist für dich. Geh zu Gon, mach so einen kleinen Riss in
das Ende der Blume, das so wie so ein Kranz damals, dann in den Stängel sozusagen und wickel dir das um den Finger und wie eine Art Ring. Die ist für dich. Und dann gehe ich zu Flint und sag: Kann ich mit dir reden? Ich brauche deinen Rat. Den von dir, nicht von Pelor. Ja, klar, natürlich. Möchtest du rausgehen? Ja, klar, gern. Wir kommen gleich wieder. Danke. Räum schon mal alles zusammen. Ach so, nee, wir können ja gar nicht aufbrechen. Du wolltest ja irgendwas. Gut. Räum trotzdem alles zusammen. Wir verlassen den Raum. Mhm. Und ich gebe dir so eine einzelne Blume. Dankeschön. Die ist für dich. Kiva hat versucht, mir zu helfen und ich würde gerne noch hier bleiben. Sie kann mir helfen, stärker zu werden, damit ich euch besser helfen kann. Das ist doch schön. Aber es wird wehtun. Und ich habe ein bisschen Angst. Was hat sie denn vor? Sie sorgt dafür, dass ich fliegen kann und Magie wirken kann. Ich werde auch zu einer der ihren. Hältst du das für eine schlechte Idee? Nein, sag doch was! Nein, Du verunsicherst mich. Nein! Du hast gekekst! Nein! Nein, Eleni. Nein? Nein, doch, also... Was denn jetzt? Moment, also... Ich wollte doch mit Perrin reden. Ich dachte... Kiva möchte, dass du ihrem Bluter angehörst. Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht weiß ich dann mehr über Baba Regina oder Taya oder vielleicht verstehe ich es dann alles besser. Und ich kann euch heilen vielleicht. Aber sie hat gesagt, es tut weh und ich habe ein bisschen Angst. Mein Schild kann ich dann nicht benutzen. Wenn du darin... Eleni, was möchtest du von mir hören? Ich möchte dir... Ich möchte, dass du mit dir selbst im Reinen bist. Und wenn du glaubst, dass die Lösung dafür ist, dass du im Blute der Baba bist, Scheiße, dann soll es so sein. Meinst du, dass Pelor was dagegen hätte? Das ist, du hast mich nicht gefragt, was Pelor denken würde. Du hast mich gefragt, Ich frage auch, ja, aber du bist ja mit Pelor, ist ja auch egal. Irgendwie verknüpft und egal. Eleni, es geht darum, was du dir zutraust. Und ich möchte nur noch ein letztes Mal sagen, dass du nicht unnütz bist. Du uns schon so viel geholfen hast und uns so sehr unterstützt hast. Und trotzdem, wenn du glaubst, dass das die richtige Lösung ist, dann tu es. Wahrscheinlich ist es ein Schritt, den du nicht rückgängig machen kannst. Aber das weißt du. Und du hast kein Problem damit. Ich weiß, was ich will. Und darauf kommt es auch an. Okay, vielen Dank. Und ich gehe wieder rein. Darf ich mitkommen? Na klar. Leute, noch nicht einpacken. Ich glaube, Kiva und ich brauchen noch ein bisschen. Bald kann ich fliegen, Perrin. Wirklich? Mhm. Wie das denn? Weiß ich noch nicht. Aber wieso bist du dir so sicher? Weil Kiva mir alles beibringt. Ach. Wir werden Blutschwestern. Kiva ist nicht da. Wir werden Blutschwestern. So richtig mit... Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... War ich da dabei, als sie erzählt hat, wie man das wird? Hat sie das erzählt? Mhm. Nee.
Hat sie nicht irgendwann erzählt, wie man, dass man irgendwie Blut trinkt oder so? Oder nicht trinkt? Dracula? Wann war das denn? Als ich gestern gefragt habe, nach ihrer Ahnenreihe, warum das Blut in ihr ist. Genau, da wurde es doch so ein bisschen erklärt. Gestern, du meinst letzte Woche. Oder vorletzte Woche. Ingame gestern, ne? Ingame. Out. Ingame gestern. Kinder. Aber es ging, glaube ich, nicht um die Blutmagie, sondern es ging um... Aber da klar hat das doch so angeklungen, dass man irgendwie Blut austauschen muss oder dass irgendwie Blut zu dem einen... Also, das habe ich zumindest so verstanden. Aber war ich da? Egal. Ich tue so, als wüsste ich es nicht. Wie immer. Das ist dein Geheimnis. Ich bin voll dumm. Was war die Frage? Sie macht mich stärker. Auf jeden Fall brauchen wir dafür noch ein bisschen Zeit. Noch stärker? Ah, netter Versuch. Love it. Naja. Dann heul ich nicht mehr so viel rum, Perrin. Vor mir hast du nie viel rumgeheult. Wer hat gesagt, dass du viel rumheulst? Durch die Blume hast du mir das schon gesagt, Perrin. Out of character, lass mich in Ruhe. Wann denn? Es tut mir leid. Ich verzeih dir. Was? Sagte sie extrem verzeihend. Was habe ich denn getan? Nichts, es ist alles gut. Okay. Ich will nur, dass du weißt, dass ich in Zukunft mir helfen kann und dass es mir jetzt gut geht. Ich weiß, ich habe zum ersten Mal seit langem wieder Hoffnung. Das freut mich. Wenn Kiva sie dir geben kann, umso besser. Was können wir tun? Können wir unterstützen? Mitkommen und mich kneifen, wenn es wehtut, damit ich den Schmerz auf der anderen Seite nicht mehr spüre oder so? Ich weiß nicht, was mehr wehtut? Nee, damit der Schmerz... Ja, keine Ahnung. Ich habe mal gehört, das soll helfen. Wenn du willst, mache ich das, aber... Kann sein, dass das gar nicht geht. Ich frage Kiva mal, wie das überhaupt abläuft. Okay, cool. Du kannst fliegen. Bald. Du wirst fliegen können. Besser als Rolek. War ja auch ein Arschloch. Ja. Eleni. Mitra. Ich will dir nur mal sagen, egal was für Flügel du dir wachsen lässt, ich habe Kristallflügel. Du bist ein One-Upper, Alter. Weißt du, wo sie noch schöner wären? Wenn ich sie abreiße und darauf fliege. Ah, die kannst du gar nicht abreißen. Wie macht man die denn? Das sind nämlich keine echten Flügel. Wie nennt man das eigentlich? Das sind ja so... Nennen sie mal spektral. Spektralflügel. Ich hab Hunger auf Speck. Oh, heute kommt alles, Leute. Also. Nee, Drasch, ich will dir doch gar nicht die Show stehlen. Ich will nur auch fliegen. Du kriegst trotzdem keine Kristallflügel. Aber wir können zusammen fliegen. Warum bist du denn jetzt so? Nein, ich bin der Einzige, der fliegen konnte. Ach, da liegt das Problem. Aber zu Kiva warst du doch auch nett. Ja, Kiva ist aber auch eine Gelehrte und hat sich das verdient. Ich geh. Medrasch. Was denn? Hast du Eleni? Ich bin sehr stolz auf meine Flügel. Hast du Eleni gerade dumm genannt? Nein, ich habe gesagt, dass Kiva eine Gelehrte ist. Medrasch. Das wertet Eleni doch nicht ab. Medrasch. Ja, so heiße ich. Ja, Eleni. Sonst magst du das doch gerne, wenn Vornamen genannt werden. Ich dachte in diesem Fall... Eleni. Ja, Flynn. Wenn du dir sicher bist, dann solltest du dir da nicht reinreden lassen von den anderen. Darum habe ich auch dich gefragt. Damit ich dir reinrede? Ich war super supportive. Nein, aber das verstehst du nicht. Ist eure Szene vorbei? Wer will was anderes tun? Du bist da so reingegrätscht in das Gespräch mit Karin und Medrasch. Bevor das hier noch weiter ausartet. Gut, dann... Passiert das jetzt oder wann passiert das? Ich frag lieber mal. Ist das ein schleichender Prozess? Ich denke, du hast inzwischen alles gepackt. Sie muss ja zu mir kommen. Achso. Okay. Ich habe gesagt, sie soll mit einem reden und dann, falls sie will, soll sie mal vorbeikommen, dann können wir noch mal ratschen. Ich zwinge da keinen was auf. Möchtet ihr für euch sein oder sollen wir
wirklich dabei sein. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Das muss ich alles Kiva fragen. Ich komm mit. Und wenn... Ich möchte diesen Prozess beobachten. Sozusagen als Arkaner, als Arkankundiger sollte ich vielleicht beistehen. Wenn Kiva und oder Eleni das nicht wünschen, dann akzeptieren wir ihren Wunsch. Sag Bescheid, ob ich dich kneifen soll oder nicht, dann komme ich mit oder nicht. Danke, Perrin. Eleni möchte sicher, dass ich dabei bin. Gon, ich möchte auf keinen Fall, dass Medrash dabei ist. Ich versuche mein Bestes. Der ist neidisch. Er will nicht, dass ich das werde. Kein Problem, ich kümmere mich drum. Danke. Ich flitze auf Kivas Zimmer. Okay, wie sieht's da aus? Eleni, hast du dich besprechen können? Ja. Ich sollte dir, hast du noch welche Fragen, die du mir stellen möchtest? Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, und das könnte für dich von Bedeutung sein, durch die Verwandlung in dein Hexblut kannst du keine Nachkommen mehr bekommen. Wir können nur Nachkommen. Ach du Scheiße! Wollte nur gucken, ob sie es anspricht. Ist es neu für dich? Ich bin ja kein Arschloch mit Flügeln. Oh mein Gott. Wir müssen doch noch warten. Ein bisschen mehr drüber nachdenken. Gut zu wissen. Ich wollte eigentlich fragen, ob die anderen dabei sein können. Es ist für gewöhnlich nicht üblich, doch ich wüsste nicht, wenn dir das nicht zu intim wäre, was dagegen sprechen würde. Es sind deine Freunde und sie sind dir wichtig. Und wenn dir das ein Anliegen ist... Ich hätte keine Einwände dagegen. Könnten Sie das Ritual unterbrechen? Oder unterbrechen? Wenn Sie es wollten? Medrash zum Beispiel? Nun, ich glaube nein. Ich habe dir noch nichts über den Prozess erzählt. Nein, nur dass es wehtut. Ja, das ist richtig. Es ist nicht grauenhaft, doch nachdem wir nun Bluthexen sind, ist selbstredend Blut involviert. Möchtest du darüber nachdenken oder soll ich dir etwas darüber erzählen? Ich muss über was ganz anderes nachdenken. Genau. Wir brauchen beide eine Wunde und das austretende Blut wird in einem Ritual zu einem vereint. Somit geht mein Blut in deines über. Und ich übertrage dir das Blut, das in uns allen fließt, von Baba Regina. Das neue Blut geht in dich über und du bist eine der unsrigen. Selbstredend sind nicht alle Fähigkeiten, über die ich mittlerweile verfüge, für dich gleich von Anfang an verfügbar. Ich musste mir diese auch erst antrainieren und erlernen. Ja. Nein, weißt du, ich will gar nicht so viel darüber nachdenken. Dann kneife ich nur wieder und dann... Kinder sind anstrengend, nicht wahr? Diese Frage hatte sich für mich nicht gestellt, da mir recht früh bewusst war, dass ich keine eigenen Nachkommen haben wollen würde. Aber ich möchte, dass du dies weißt, denn falls du einen anderen Lebensweg vorgesehen hattest... Ich hatte gar kein Ziel mehr. Sollte dich dies nicht einschränken. Das wäre... würde nicht den Regeln der Selbstbestimmung, nach denen wir leben, entsprechen, dir diese Information vorzuenthalten. Du musst aus freien Stücken entscheiden, was du willst. Und du kannst keine eigene Verantwortung, keine eigenen Entschluss fassen. Und wenn du nicht weißt, was für Konsequenzen dich erwarten. Jetzt außerhalb des Spiels, es gibt immer noch ein Out, ne? Du musst es nicht machen. Ich weiß, es ist nur so heftig mit dem... Ich weiß. Ich sag dir nur, ich zwinge dich nicht, das zu tun. Und gerade auch die Prinzipien der Hexe sagen, du musst es selber wollen.
musst du es selber wissen, es ist eine Selbstbestimmung. Alle Prinzipien der Hexen haben mit Selbstbestimmung und eigenen Entscheidungen zu tun. So, wieder ins Spiel. Nein, wenn meine Freunde dabei sind, fühle ich mich sicher und ich will das durchziehen, weil zum ersten Mal seit langem habe ich wieder irgendeine Art Ziel gesehen, irgendeinen Sinn in meiner Existenz. Und deine Existenz, um dem vorauszugreifen, ist keineswegs sinnlos. Du bist auch nicht so schwach, wie du meinst, und vielleicht gäbe es auch andere Möglichkeiten, dich zu... Ich möchte nicht sagen verbessern, aber du möchtest an dir selbst arbeiten. Ich weiß, was du meinst, aber ich möchte das gerne tun. Gut, ich möchte nur, dass es dir bewusst ist, dass dies ein enges Band ist, das wir nicht jedem anbieten. Das zu offerieren ist ein intimer Prozess und wir wären auch auf eine gewisse Art und Weise verbunden. Das möchte ich dir nicht vorenthalten und du musst diesen Entschluss aus freien Stücken wählen. Das tue ich. Danke, Kiva. Wenn du dir sicher bist... Ja. Mein Angebot steht, aber es muss deine Entscheidung sein und du darfst sie nicht aus den falschen Beweggründen treffen. Das tue ich nicht. Aber wo und wie und... Kann ich die anderen holen? Jetzt? Wenn du wünschst, so sei es. Ich würde Aelianus um ein paar Kerzen bitten. Okay, ich sag den anderen Bescheid. Wollen wir... Dieses Gemach ist zu gut. Normalerweise, für gewöhnlich, wird es in der... Du könntest tatsächlich... den Teleportationsraum nehmen, weil dort unten ein Pentagramm eingelassen ist. Stimmt, das sieht ja so. Mhm. Schön. Kann man auf die Vorhänge zuziehen. Metras muss draußen bleiben. Hallo. Vor dem Fenster. So shiny, shiny. Ja, mal die Umbrella schönsten. Komm, Speckflügel. Das ist wie bei Pimp My Ride. So Vorhang auf. We heard you like ja, Flügel. So ein Flügel, so wie Flügel. Kiva macht sich auf den Weg zu Lianus, der dir gerne eine ganze Schachtel mit Kerzen rüberreicht. Oh, vielen herzlichen Dank. Ich wollte fragen, dürften wir... für ein Ritual den Teleportationsraum benutzen, nachdem dieser bereits über ein Pentagramm verfügt? Oder würde dies den auf irgendeine Art und Weise stören? Nein, das ist... Oder hättet ihr etwas dagegen? Das ist kein Problem. Was habt ihr denn vor? Nun, Eleni möchte gerne meinem Blute beitreten. Das klingt spannend. Darf ich... beiwohnen? Nun, das müsstet ihr Eleni fragen. Es ist in der Azusa nicht üblich, dass man dies vor einem größeren Publikum durchführt, aber ich habe nichts dagegen, mit eingestaubten Traditionen zu brechen. Wenn Eleni dies recht ist, soll ich nichts dagegen haben. Na gut, dann trage ich dir die Kiste runter und wir schauen. Oh, vielen Dank. Du wolltest? Zu den anderen. Achso, ja. Dann kommst du zurück in die Küche. Wir können das Ritual direkt durchführen, ihr. Und ihr dürft alle beiwohnen, ist das nicht schön? Und ich lasse so ein Fangeisen mit einem Fisch dran hinter meinem Rücken verschwinden. Okay. Du hast ein Fangeisen? Ja, eine Apparatur. Ach. Ich war da mal im Schloss unterwegs. Gib's mir für den Flavor. Medrash. Ja, Lady. Ich würde mich freuen, wenn du mich unterstützt. Aber natürlich, ich unterstütze dich. Du darfst eben nur keine Kristallflügel haben. Ach so. Na gut. Danke. Natürlich, Elaine, ich bin immer für dich da. Es sei denn, du kriegst Kristallflügel. Dann säcke ich dich ab.
Lines were drawn. Keine Sorge, ich gehe um die Ecke und wirke Botschaft. Mhm. Medrasch, ja. Ich bin's, Pelor. Auch Eleni würden Kristallflügel echt gut stehen. Gönn doch mal. Gönn doch mal. Und jetzt komme ich um die Ecke. Hier, wir müssen, glaube ich, da zu dem Raum, zu dem, ihr wisst schon, wo das Pentagramm ist. Nein, weiß keiner. Ich weiß, wo es lang geht. Medrasch? Lady. Dir würden auch Kristallflügel stehen. Oh, das ist so nett von dir, Medrasch. Ja. Ich umarme ihn. Oh, Medrasch. Los, geh mit zu deiner Verwandlung. Ja. Warst schon vorher eine Hexe. So viel zu wir respektieren die freie Entscheidung. Ja. Echt so. Ich hab kurz überlegt, ob ich mich direkt danach entschuldige. Musst du mal ein bisschen im Hexenbuch lesen. Ja. Gönn doch mal. Das üben wir noch. Gönn doch mal. Gönn doch mal. Okay, Kiva und Leandus kommen euch entgegen. Er hat so einen Schuhkarton mit Kerzen dabei. Ich hörte, du hast etwas Großes vor, ein Ritual. Darf ich zugucken? Ja, einer mehr oder weniger macht jetzt auch nichts mehr aus. Dann los! Dann nach deiner Anweisung stellt er die Kerzen an die richtigen Stellen. Eleni? Ja? Bist du ganz sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ich habe nur Angst. Nein, Schmerzen. Du musst keine Angst haben. So schlimm ist das alles auch wieder nicht. Nun, es ist ein Ritual der Verwandlung. Man muss eine gewisse Opferbereitschaft zeigen. Und es ist Blut involviert. Blut ist in uns drin. Und wenn man das rausholt, dann... Ja. Wir machen es einfach. Okay, ich will gar keine Details hören. In Ordnung. Dann setze dich doch mir gegenüber bitte auf den Boden. Wir setzen uns hier in die Mitte dieses schönen Kreises. Und die anderen? Nun, ihr könnt euch gern... rundherum hinstellen. Wir sind nicht der Teil des Rituals, oder? Nein, ihr seid kein direkter Teil des Rituals. Ihr wolltet doch observieren. Es ist keine dritte Person vonnöten. Stört es, wenn ich Magie wirke? Solange diese Magie keinen Einfluss auf unseren Austausch nimmt, wüsste ich nicht, wieso dies stören sollte. Wie lange wird das dauern? Länger als 10 Minuten? Nein. Leandus, verwandle mich bitte nicht auch in so ein komisches... Nein. Und, meine Zwiebel, sehr... Macht eine Bewegung und spricht Magie entdecken. Und seine Augen beginnen zu leuchten. Ich stelle eine telepathische Verbindung zu Leandus her. Mhm. Willst du mitgucken? Ja, ich will wissen, was er weiß. Ja. Okay, ich setze mich hin. In Ordnung. Eleni, es ist dein freier Wille, dass du in der Blutlinie von Barbarigina beitrittst und durch mein Blut Iris empfängst. Ja. So sei es. Ich biete mein Blut an. Wenn du es annehmen möchtest, so sage, ich nehme es an. Ich nehme es an. Es ist auch mein freier Wille, mein Blut an dich weiterzugeben. Ich offeriere. Huniberta? Ich nehme Huniberta. Schnabel. Bereit? Und der Schnabel ist sehr scharf. Wir Hühnchen schlitzen. Ist der auch desinfiziert? Einmal entlang.
Das ist ein magisches Huhn, selbstverständlich. So. Und das Blut tritt aus und läuft jetzt nicht unschön runter, sondern schwebt in kleinen Tröpfchen, langsam sich um den Arm und die Hand rumwindend heraus. Eleni? Ich halte meine Hand hin. So, halte deinen Arm über meinen. Und man sieht, wie sich langsam das Blut auch bei dir in Tröpfchenform heraus um das meine windet und sich die schwebenden Bluttröpfchen zu einer Blutmatsche vereinen. Aus einem Blute zu einem Blute. Willkommen. Vielen Dank. Die Tropfen verbinden sich und werden zu einer großen Kugel zwischen euren Armen und zerbersten auf einem Moment wieder in unzählige kleine Tröpfchen, die in eure Arme jeweils hereinfahren. Und als diese Explosion passiert, gehen von euch ausgehend alle Kerzen aus um euch herum. Und die Vorhänge flattern, lassen etwas Licht hereinscheinen. Und danach ist es wieder still. Danke, Kiva. Willkommen. Als einer der unseren. Kann ich jetzt fliegen? Noch nicht, dauert noch ein bisschen. Okay. Du hast doch gar keine Flügel. Lass mal deinen. Wo sind die Flügel? Medrasch, pst. Entschuldigung. Ich habe doch auch keine Flügel, Medrasch. Du fliegst auf deinem Besen. Ja. Wieso möchtest du denn das, Eleni? Fühlst du dich allein mit deinen Flügeln? Nein, ich finde das gut. Möchtest du, dass sie jemand fliegen? Nein, ich bin sicher, dass sie ihr stehen würden, aber... womit fliegt Eleni denn dann? Nun, Medrasch, du bist doch ein Gelehrter. Womit fliege denn ich? Auf einem Besen. So, und nachdem Eleni nun sozusagen sowas Ähnliches nun... Auch eine Hexe ist. Genau. Braucht sie auch einen Besen? Gut, sehr gut. Sehr läppisch. Ich bleib bei meinen Flügeln. Niemand hat gesagt, dass du deine Flügel aufgeben sollst. Ist es dann egal, welcher Besen, oder muss das ein spezieller Besen sein? Nur man könnte theoretisch einen gewöhnlichen Besen umfunktionieren. Ich weiß nicht, hatte ich dir dazu was geschrieben generell? Du weißt, es muss kein Besen sein. Es muss einfach nur ein länglicher, hölzerner Gegenstand sein. Es kann auch ein Stab sein, kann auch... Es gibt Hexen, die... verrückte Hexen, die sich auch ihre Kommode verzaubert haben, damit sie immer ihre Sachen dabei haben und dann darauf rumfliegen. Ich hätte die ganze Zeit auf eine Kommode bleiben können. Das sagst du mir jetzt! Für die nächste Hexe vielleicht. Okay. Also, wenn das... Nachdem ich ja die Expertise habe, es muss nicht unbedingt ein Besen sein, es muss ein hölzerner Gegenstand sein. Holz ist das Material, das diese Art von Magie transportiert. Es gibt... Kolleginnen, die diverse andere Gegenstände zum Transport verwenden. Jedoch muss ich vorausschicken, dass eine Kommode oder ein Wandschrank zwar durchaus flugtauglich sind, doch wenn man sich entsinnt, in welche kleinen Öffnungen wir teilweise hineinfliegen mussten, bisweilen etwas unpraktisch daherkommen in ihrer Form. Also steht das in meinem Buch? Ja, gewiss.
Naja. Okay. Und wenn du möchtest, ich selbstverständlich als deine Ansprech... die Person, die dich verwandelt hat, stehe ich dir natürlich bei der Wahl deines Fluggerätes mit Rat und Tat zur Seite. Darf ich... Fliegen? Nein. Nein! Eine Kommode haben. Ich zum Üben... Und ich hole meinen Kampfstab raus. Sag, vielleicht kannst du damit ja üben. Das ist als nett kleines, von dir, Perrin. Als kleines Geschenk dafür, für deinen neuen Lebensabschnitt. Danke. Der ist ungefähr so groß wie ich. Also so. Reicht zum Fliegen. Es gibt tatsächlich in dem Buch ist ein Ritual beschrieben, das man ausführen muss. Dafür musst du aber dich noch ein bisschen mehr vorbereiten. Ja, das studieren. Ja. Also das als Anfangsding. Danke, Perrin. Du kannst ja dann später eine Kommode oder sowas nehmen. Keine Kommode. Du weißt doch, ich habe gar nicht so viel Klamotten. Eleni, ich möchte dich auch beglückwünschen und in unserem Arkanenkreise willkommen heißen. Wenn du in Zukunft lernen möchtest, dich etwas majestätischer durch die Lüfte zu bewegen, kannst du bei mir natürlich in die Lehre gehen. Danke, Midrash. Nachdem ich mich unmajestätisch bewege, offenbar. Verzeih, Kiva, du bewegst dich natürlich ganz graziös durch die Lüfte. Du bist ja schon sehr lange auf dem Besen unterwegs. Du hast das quasi gemeistert. Natürlich sind Flügel noch eine etwas andere Klasse. Aber das ist ja auch mein Geburtsrecht. Hast du es denn auch schon geschafft, mit der Feder weiter zu forschen? Du klingst so, als hättest du es auch schon gemeistert. Lianus, gut, dass du das erwähnst. Leider kam ich noch nicht dazu, weil ich beim Frühstück sehr damit beschäftigt war, meinen Dürrezauber zu übertragen. Ach so. Ja, ja, ich kann ja auch nicht alles auf einmal. Richtig, es braucht auch seine Zeit. Ich weiß nicht, ob das Ritual an der Azusa schon einmal untersucht worden ist. Ich habe es jetzt nicht ausführlich analysieren können, aber vielleicht interessiert es euch, dass ich magische Spuren der Schule der Nekromantie bei euch erkannt habe. Was kein Grund zur Sorge ist, denn die Nekromantie ist, und das weißt du auch, deswegen sage ich es jetzt outtime, aber er erklärt es natürlich auch der Gruppe, die sich nicht auskennt, was nicht unbedingt besorgniserregend sein muss, denn auch alle Zauber, die eine heilende Wirkung haben, fallen unter die Nekromantie. Es ist die Schule des Lebens und des Todes, wird aber im Volksmund immer nur als schlechte Magie benannt. Von daher, da es um Lebenskraftaustausch geht, macht es schon Sinn. Mehr konnte ich leider nicht analysieren in dieser kurzen Zeit. Nun, das ist nicht einerseits natürlich mir war nicht bekannt, ob diesbezüglich Forschungen stattgefunden haben. Jedenfalls wurden diese nicht mit mir geteilt. Jedoch ergibt das Sinn, nachdem ich ja auch durch Blutmagie heilen kann. Aber sehr interessant zu wissen und eine sehr äußerst weise Idee, dieses Ritual zu observieren. Ich weiß ja nicht, wie ihr sonst mit euren Traditionen umgeht. Sowas wird ja oftmals strikt gehütet, aber scheint bei den Hexen ja nicht so zu sein. Nun, auch dort kommt es ein wenig auf die Person an, die das Ritual durchführt und welche Erfahrungen sie hat. Ich persönlich finde, man sollte offen für neue Wege sein, wie Eleni es ja auch zu sein wünschte, und habe noch nie etwas davon gehalten, der Forschung im Wege zu stehen, nachdem nichts dagegen sprach und wir etwas Neues, eine neue Erkenntnis gewonnen haben, ist dies doch äußerst erfreulich. Ja, das sehe ich auch so. Seht ihr das nicht auch so, Midrash? Was? Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken woanders. In deinen Forschungen natürlich. Ja, natürlich. Als Gelehrter.
Kiva, danke nochmal. Ich umarm sie. Och, Eleni. Es freut mich sehr, dass du diesen Schritt gegangen bist und ich hoffe, du wirst glücklich und so stark, wie du es dir wünschst. Jetzt sind wir sowas wie eine Familie? In der Tat. Denn meine alte Familie wird mich nie mehr akzeptieren. Nun, ich schaue mich um. Ich würde sagen, du hast einen mehr als würdigen Ersatz gefunden. Ja, du hast sicher recht. Danke. Ich gehe von zu Herzen Bonn. Gern. Hast du gesehen, sie hat gar keine Flügel. Nein, du bist der Einzige, der Flügel hat. Ja, wunderbar. Also, ja, bist du wirklich. Rieke. Wir haben es letztes Mal nicht beschrieben, aber jetzt wissen es alle. Du bist jetzt Schurke und Hexe. Yes. Als Klassenkombination. Applaus, Tim, der gerade auch wieder reinkommt. Auch wenn ich die eine Info echt gerne vorher gewusst hätte. Hey, es wäre zu einfach, wenn ich dich nicht überraschen würde. Ja. Cool. Das heißt, du bekommst Hexenzauber, das haben wir schon so ein bisschen besprochen. Ja. Außerdem bist du ausgebildete Hexe, das heißt, du bekommst eine neue Fertigkeit und bist darin, hast darin Expertise. Außerdem bekommst du das Blutfluchmerkmal. Das werden wir dann kennenlernen, wenn es dazu kommt. Den Besen gibt es leider erst auf Stufe 2. Ich habe jetzt einen kleinen Kampfstab, genau. Mit dem ich erstmal übe. Das ist ein bisschen. Gut. Eleni, um noch ganz kurz auf das Thema Besen zurückzukommen. Ich weiß nicht, was. Sollte es dir ein Bedürfnis sein, auf einem Flügel zu reiten, wäre es selbstverständlich möglich, einen aus Holz zu schnitzen und diesen zu benutzen wie beispielsweise einen fliegenden Teppich. Einen fliegenden Flügel. Du könntest ihn gewiss auch mit Kristallen verzieren, wenn es dir denn ein Bedürfnis wäre. Nur damit du weißt, du hast immer Optionen. Ich präferiere den Besen, weil er sehr praktisch ist, aber... Ich hörte mehrmals das Wort Flügel und Kristalle und dachte mir nun, wenn du dies gern möchtest. Danke. Ich übe erstmal mit dem kleinen Kampfstab von Perrin und dann. Wundervoll. Wir haben ja auch noch etwas Zeit, bis wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Der Groschen ist sau spät gefallen. Nein, ich habe die ganze Zeit drüber gelacht, über den Flügel und die Hexe mit dem Flügel. Und das wäre das Baden-Hexen-Klassenkombination. Ah. Die Hexe auf den Flügel. Und dann wurde wieder versaut. Nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, da wir uns ja jetzt schon im Teleportationsraum befinden, seid ihr soweit bereit? Ja? Ja? Ich bin natürlich vollkommen vollgepackt hergekommen. Dann stellt euch doch bitte alle in den Kreis. Er tritt so ein paar Kerzen weg, die da noch im Kreis sind. Brummel nicht mehr. Fuck the ritual. Und ja, spricht den nötigen Zauber, um den Kreis zu aktivieren. Die Linien des Pentagramms fangen an zu leuchten, von einem Punkt geführt, bis sie sich komplettieren mit dem Kreis drumherum. Und wie ihr es schon kennt, werden eure Körper weggezogen. Elianus, schaut euch alle nochmal an. Gibt ein kleines Winken in eure Richtung. Und dann seid ihr weg. Frischer neuer Ort. Endlich. Und befindet euch in einem komplett weißen Raum. Ein Raum aus weißem Stein, auf dem einzig und allein unten das Pentagramm zu erkennen ist. Ihr stolpert etwas, weil ihr in diesem neuen Ort seid. Es ist ein einfacher Raum. Ihr könnt erkennen, dass es ein Raum aus glatt weißem Marmor ist. Sind wir schon wieder tot? Bei mir sah das anders aus. Weißer Marmor. Der Raum hat fünfeckige Wände nach dem Pentagramm dementsprechend. Und an einer der Spitzen ist
einen Torbogen, einen Ausgang in eine größere Halle. Gibt es in Lestia eine Magierakademie? Es gibt in Lestia eine Magierakademie, ja. Kommt mir das bekannt vor? Nein. Okay. Ich glaube nicht, dass wir tot sind. Ich glaube, hier hat nur jemand entsprechend viel Gold. Also, der Plan steht? Der Plan steht. Dann folgt mir. Ja, dann geht ihr hinaus in die größere Halle. Es ist eine Säulenhalle, die mit sehr viel Licht von draußen beleuchtet wird. Es gibt große Mosaikfenster, die alle weiß leuchten, aber auch viele bunte Muster, die hier in diesen Fenstermosaiken sind. Im Gegensatz zu dem, was ihr für einen reichen Pelor-Tempel halten würdet, der weiß und gold meistens geschmückt ist, ist das hier alles sehr hell und sehr bunt. Diese Säulenhalle, gehen immer mal wieder so ein paar Leute von einem Raum zum nächsten. Euch wird zugenickt immer mal wieder. Scheint nichts Besonderes zu sein, dass da Leute aus dem Raum rauskommen. Die Personen, die da entlang gehen, haben Roben an, die ähnlich wie die Fenster komplett weiß sind, aber bunte Verzierungen als so einen Halskreis haben hier in diesem Bereich. Achso, es gibt natürlich auch einen Weg nach draußen. Also ihr könnt die Straße sehen. Gehen wir raus oder willst du dich noch irgendwie hier austoben? Nein. Nein, alles gut, danke. Ich dachte nur, mal neue Kulturen kennenlernen. Kommt die mir bekannt vor? Kann ich irgendwas würfeln? Kannst du gerne tun. Mach mal Religion. Oder ein Intelligenzwurf, ist auch okay. Intelligenz? Oh, ja. Danke. Aber vielleicht den Hauch einer Chance. Aber es ist, glaube ich, Religion ist Intelligenz, oder? Ach nee. Scheiße. Nee, vergiss es. Okay. Ist egal. Wie viel hast du jetzt? Ist egal, das ist... Sag's mir. Drei, okay, das ist sehr wenig. Sag's mir. Ist es kein Intelligenzwurf? Doch. Aber du hast eine Eins geworfen. Ja, okay. Ja, gut. Ich sag, say no more. Nee, ich habe sogar eine 2 geworfen, aber ich habe nur 1 in der Intelligenz. Das kann nicht sein. Das ist ein falscher Bogen. Magier. Du hast 16. Du hast 16 Intelligenz. Nein. Plus 3 Intelligenz musst du haben. Nein, ich habe plus 1. Tim, walte deines Amtes. Du erkennst nichts. Was habe ich dir denn gerade erst geschickt? Da steht Intelligenz 13. Was? Warum? Du hast irgendeinen super... Schau mal deine Trefferpunkte an, mein Freund. Den ich dir vorgestern geschickt habe. Der Mann ja, ist in seinem Hexenmeister-Magierbogen. Ich war im falschen. Entschuldigung. Ja, okay, never mind. Ich war im falschen Bogen. Klassischer Medrasch. Dann sieben. Sieben, das ist doch schon mal mehr. Denn es reichen mir 5, damit du dich daran erinnerst, dass die ganze Zeit die Rede davon war, dass ihr in einen Corellon-Tempel deportiert werdet. Jeder weiß. Was eine der zivilisierten Gottheiten ist. Das wurde uns gesagt. Alter, das hat Alex gerade sozusagen noch mal extrem lang ausgeführt, als ich mit Flint im Tempel war. Mhm. In der Bibliothek. Aber es wurde auch schon der ganzen Gruppe erzählt, dass ihr in Lestia zum Corellon-Tempel teleportiert werdet. Und nun gut, wie dem auch sei. Draußen hört ihr... Und generell Geräusche von vielen Personen und Perrin, wo du so rausschaust, scheint auch so eine Art Markt auf der Straße zu sein. Ich habe natürlich meine Kapuze drüber, ne? Also. Deine Freundin? Ja. Wo finden wir die? Eigentlich nicht weit von hier. Hätte ich jetzt gesagt. Es sei denn, du hast Einwände. Nein, ist okay. Okay. Nicht weit von hier. Ich würde sagen so, ich muss kurz gucken, in welchem Gebäude. Ah ja, 4 Straßen in die Richtung. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ihr geht raus und die hellen Treppen des Tempels runter. Als ihr auf der linken Seite mehrere Marktstände seht und auch Leute, die dort
ihre Waren anbieten. Äpfel, frische Äpfel und drüben hier Honig, wunderbarer Honig von den Feldern außerhalb Lestias. Und Brot wird angepriesen, ganz viele verschiedene Sachen. Und ja, so sieht dieser Straßenzug aus. Ich weiß nicht, ob jemand was kaufen will, deswegen preise ich das so an. Ball. Jonglierball. Jonglierball. Ich halte mich bedeckt. Okay, du bist so. Frischen Fisch. Frischer Fisch, frischer Fisch. Ja, da bin ich dabei. Hätte ich mal vorher, dann wärst du sofort angesprungen. Was darf denn kosten? Gut, also die geht drüber zum Markt oder was? Ich hab einen Stand, einfach kurz hingehen. Mitrasch, wir haben's doch... Soll ich dir auch was mitbringen, Perrin? Na, kann das nicht warten. Warum denn? Ich werde hier gesucht, du Knalltüte. Ach so. Kann ich dir was mitbringen, Nerep? Nein. Na gut, Nerep, dann nicht. Darf ich noch den Fisch an der Strippe haben? Ich wollte Medrasch doch mit so einer Fangschlaufe fangen und einen Fisch dran, damit er nicht zu ihr geht. Okay. Medrasch, ich habe da noch einen frisch aus der Burg. Oh, danke schön. Dann müssen wir aber nicht auf den Marktplatz gehen. Meinetwegen. Auf seine Schultern gehen und vor die Nase halten. Ja? Ja. Dankeschön. Begibt ihr euch auf die Kreuzung, du versuchst, dich so ein bisschen zu orientieren, in welche Richtung es geht. Und es ist einiges los hier. Die Menschen, die an euch, oder die Personen, die an euch vorbeigehen, wollen natürlich auch zum Markt oder gehen weiter durch die Straßen. Und du hast das Gefühl, dass die euch so ein bisschen beäugen. Ach. Und auch wo du dich so ein bisschen umschaust, habt ihr so eine Art Schutzschild um euch, weil die kommen euch nicht zu nahe. Die gehen so ein bisschen an euch vorbei. Immer wenn ihr im Weg steht, dann sehen die euch und gehen so ein bisschen scheu vorbei. Ist alles uns oder einer bestimmten Person aus unserer Gruppe? Ihr steht ja als Gruppe zusammen. Ich krieg das nicht mit. Ich guck die ganze Zeit in das Hexenbuch, was ich so halt beim Laufen lese. Sehe ich, ob die uns als Gruppe auch angucken oder sehe ich bestimmte Blicke? Nochmal einen Wurf auf Motiv erkennen. Elf. Du hast das Gefühl, die vermeiden euch als Gruppe. Was ist komisch? Spalten wir uns. Was ist denn? Die gucken uns alle an und gehen uns aus dem Weg. Alle. Die Wesen hier um uns rum. Was ist an alle nicht zu verstehen? Ich verstehe. Soll ich mal jemanden fragen? Nein. Nein. Warum meinen sie uns? Wie gesagt, keine Fragen stellen. Du fällst auf, wenn du Fragen stellst, aber du fällst auch auf, wenn du unauffällig sein willst. Gehen wir einfach. Kiva, endlich stolpert gerade einer herein mit so einem Bauchladen, der gerade dabei war, hier seine Sachen zu sortieren. Frische Honigbonbons, Honigbonbons. Ja, Honigbonbons vielleicht? Nein, vielen Dank. Ich habe schon genug. Guckt euch so ein bisschen an. Ihr vielleicht Honigbonbons? Ich hab welche. Ich drehe mich weg, falls er mich angucken will. Okay, gut, dann gehe ich mal weiter. Dann dreht sich um und macht ein paar schnelle Schritte, um von euch wegzukommen. Sehe ich, dass an anderen Gruppen irgendwas anders ist als bei uns, außer dass wir ein bunter Haufen sind? Nein, aber du guckst dich um und siehst an einer Hauswand einen Zettel mit einer fünfköpfigen Gruppe. Und das ist eindeutig. Die sehen aber ganz anders aus als wir. Du machst ein paar Schritte in die Richtung und schaust dir das genauer an. Und sind wir. Das seid ihr. Das sind auf dich 5.000 Gold ausgesetzt und auf die Gruppe pro Person 2.000 Gold. Ihr Opfer! So. Kann ich da in irgendeine Gasse oder so? Kannst du machen, ja. Niemand soll mich erkennen oder meinen Namen nennen. Und ich verwandle mich in Hans. Okay.
Ja. Wir stehen davor vor diesem Zettel. Ja. Ich reiß den Zettel ab. Mhm. Du willst ihn abreißen. Wir reißen ihn gemeinschaftlich. Wir reißen ihn gemeinschaftlich. Und nicht um. Wir reißen ihn in die Hälfte. Genau. Okay. Jeder eine Hälfte. Weg. Gute Idee. Hinten mir nach. Musstet ihr ihn gerade da zerreißen, wo mein Bild ist? Sei doch leise, Medrasch. Warum habt ihr euch nicht in einen... So. Mir hinterher. Einfache Illusion. Darf ich dir ganz kurz... Oh, das hat lange gedauert. Den weißen Würfel zeigen. Verkackt. Wie er liegt. Das ist eine Kuh. Ja, also ich plan das nicht. Ja, ich plan weiß, das dass nicht. Du das nicht planst. Das ist toll, dass du das nicht planst. Plan das 20er. Nicht. Aber ihr hört etwas die Straße runter. Hey, ihr da! Und wir müssen dann hier die Folge beenden. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Ja. Toll. Weißt du was? Das ist fies. Das macht man nicht. Das oh, macht doch. Man nicht. Oh, spielen wir nicht erst seit 50 Minuten oder so? Fühlt sich so an, ne? Wirklich? Ja, wir sind nicht ganz bei der vollen Stelle, aber es passt jetzt ganz gut, finde ich. Ich habe nichts, was ich gegen ihn werfen könnte. Oh. Gegenzauber. Selbstverkleidung. Stille. Wo ist deine Reverse-Card? Hose. Ja, Lestia, meine lieben Leute im Publikum da draußen. Es geht gut los. Die Gruppe ist mit sehr viel Gold gesucht. Und sie ist erkannt worden. Wir sehen dann, wie es nächstes Mal weitergeht. Bei den Dice Actors. Tschüss. Tschüss.